So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen natürlich auch direkt rüber. Nur kurze Info wegen gestern. Ihr wisst, ich habe nur ganz kurz morgens gestreamt, hatte einfach einen ganz einfachen Grund, denn wir haben uns neue Katzen besorgt. Was heißt besorgt? Besorgt hört sich so blöd an. Wir haben unsere Katzen halt abgeholt. Und aus dem Grund war ich halt gestern wirklich für die neuen Katzen da, weil ihr wisst ja, Eingewöhnungszeit etc. pp. Dann war ich noch alleine daheim mit meinen Kindern. Deshalb musste ich einfach gucken, dass die so weit erstmal zurechtkommen in der neuen Wohnung. Und das war halt der Grund, warum ich gestern dann ausnahmsweise mal dafür das Wochenende nicht so viel da war. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Erstmal ein großer Dank geht nochmal an Moonlight raus. Das habe ich nämlich gestern vergessen im Shop-Video. Er hat nämlich nochmal insgesamt 5 € gespendet. Also Gruß geht an der Stelle auf jeden Fall nochmal raus. Und nochmal noch eine Info. Heute ist Infotag. Warum seid ihr nicht mehr auf meiner Freundesliste? Hat einen ganz einfachen Grund. Nur aus Platzgründen. Und natürlich, weil das Menü einfach verbuggt ist. Weil wenn wir hier mal gucken, jetzt bleibt alles stehen. Vorher ist das immer zurückgesprungen, aber jetzt bleibt alles stehen. Heißt eigentlich, bei jedem Stream oder jeden zweiten, dritten Stream müssen wir dann einfach mal gucken, muss ich halt leider die Freundesliste wieder löschen, damit ich einfach ganz normal im Menü arbeiten kann. Weil sonst kann ich schlecht einen einladen, weil alles springt hin und her und so habe ich keine Möglichkeit, irgendwelchen Gruppen beizutreten oder euch halt einzuladen. So, genug gequatscht jetzt. Wir gehen rüber in den Itemshop und wir haben eine neue Sache. Aber erstmal unsere ganzen Skins. Da haben wir einmal dunkles Dino-Kommando. Den habe ich ja nicht. Aber die männliche Variante habe ich ja davon. Also muss ich echt sagen, der Skin an sich gefällt mir, aber halt nur die männliche Variante. Die weibliche bin ich nicht so ganz Fan von. Also, aber wir gucken jetzt erstmal. So, dann noch die Knochen dazu. Ja, die Pickaxe an sich, die hören sich schon cool an. Ein bisschen matschig. So, und hier ist er, der dunkle Rex. Aber wie gesagt, nur in der Variante spiele ich den. Also in dieser hellen Variante, da gefällt er mir irgendwie nicht so. Aber hier in dieser dunklen schon. So, dazu natürlich auch das passende Rückenaccessoire. Was sich natürlich auch ändert jedes Mal. Wenn du entweder den weißen Skin haben willst, würde ich natürlich den weißen nehmen. Wenn ich den lilanen spiele, ich spiele halt immer den hier. Und das passt auch soweit. Ist auch gut spielbar. Also alles okay. Wie gesagt, die Spitzhacke. Und guckt bitte nach. Bin ich noch bei euch im Creator Code drin? Guckt einfach wirklich bitte nach. Weil ihr springt überall jetzt raus. Und nicht, dass wir uns da gegenseitig ärgern und ihr vergesst es. Und dann, ja, scheiße, ich hab's vergessen. Also einfach YT-FamilyHack und vergesst nicht, dem Video ein Like da zu lassen. Ich kenne euch Schlafmützen, ja. So, dann gehen wir direkt mal wieder weiter. Fate ist wieder drin. Ist eigentlich ein recht schöner Skin. Also man sieht ihn aber relativ häufig. Also da merkt man noch, in Season 4 haben die Leute noch in Anführungszeichen richtig Geld ausgegeben. Und das ist halt natürlich deutlich zurückgegangen. Aber den Skin hier sieht man auf jeden Fall öfters in Lobbys. Hier noch das Rückenaccessoire. Passt auch auf mehrere Skins, nicht nur auf den hier. Joa, aber ob der 2000 V-Bucks wert ist, das muss halt wieder jeder für sich selbst entscheiden. So, dazu noch die passende Pickaxe. Also, wie es halt damals war, ne? Season 4, da war noch nichts mit großen Extras. So, dazu noch der passende Gleiter. Einmal der Spaltflügel. Ja. Ist jetzt nicht so toll, finde ich, aber kann man sie auch, kann man. Wenn man sich den Skin gönnt, kann man den eigentlich auch dazu holen. So, was haben wir noch drin? Genau, Bärschi ist wieder drin. Aber die kaputte Variante. Einmal in der Variante, in der Variante. Also von den 4 Varianten würde ich persönlich, ich glaube, die Variante spielen. Ihr wisst ja, meine dunkle Seite, Kappa. Die gefällt mir am besten. Natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Das ist aber immer gleich.
Also da ändert sich nichts an dem Rückenaccessoire. Dann haben wir noch kleine Happen. Ja, die hören sich eigentlich ganz gut an. Aber sind auch aus Season 10. Genauso wie der Skin natürlich auch. So. Mehr haben wir hier leider erstmal nicht. Dann haben wir Cloaked Star oder Cloaked Star. Den sieht man auch öfters. Aber es ist halt, ich meine, ich würde jetzt sogar behaupten, den gibt es in Rette die Welt als Ninja. Vielleicht nicht genau den, aber das war der Ninja oder nicht? Aber ich werde es bestimmt wieder in den Kommentaren von euch zu lesen bekommen. Aber für 1500 eigentlich, ja, doch, ist ein relativ guter Skin. Aber ja, ich bin da ehrlich, für 1500 wäre mir dann doch zu teuer. Weil, wenn ich jetzt vergleiche, Ninja oder den Skin, ja. So, dann haben wir Fokus mit drin. Da muss ich wieder sagen, für 1200 V-Bucks auf jeden Fall gerechtfertigt. Ist ein schöner, schmaler Skin, also man sieht reichlich von der Umgebung. Nicht Umwelt. Umwelt. Ja, es ist früh am Morgen, noch ganz nicht ganz wach. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir noch wieder die Tarnung drin, nämlich Lotusstern. Gerade die Modelle mal schnell durch. Ja, ist halt eine, ich würde sagen, Mädchen- oder Frauenlackierung. Gruß geht da auch raus. Ah. So, dann haben wir Wellengang. Das ist nice. Der Tanz ist echt nice. Dann haben wir Elektroshuffle. Ja, kennt jeder. Ist ja auch Season 1. So, und jetzt kommt das neue Emote. Toki. Ah ja. Bruder, muss los. Da würde ich sagen, das ist auch eher für Mädchen. Aber ist natürlich nicht schlecht, aber naja, da sage ich ganz ehrlich, Geschmackssache. Da sage ich wirklich Geschmackssache. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne den Creator-Code YT-FamilyHack. Das war's jetzt schon wieder mit dem normalen Item-Shop. Wir gehen direkt rüber in Rette die Welt. Also Gruß an die, die jetzt schon hier fertig sind. Wir gucken mal, was bei Rette die Welt heute noch so Schönes gibt. Da muss ich euch aber schon noch direkt enttäuschen, denn heute werden wir definitiv keine V-Bucks-Mission bekommen. Also überhaupt gar keine. Leider nicht. Das Problem ist halt, wir hatten anscheinend in den letzten 2, 3 Tagen, wurden wir recht, ich würde sagen, schon ein bisschen belohnt, was V-Bucks-Missionen betrifft. Aber heute leider keine. Ich habe gestern Abend dann, klar, ich habe ein bisschen noch gespielt, aber deshalb online zu gehen, ich war halt wirklich dauernd auf dem Sprung. Dauernd hat irgendeine Katze was gewollt. Dann, klar, sind sie ein bisschen am Mauzen und hast du nicht gesehen. Deshalb da bitte ein bisschen Verständnis. So, was haben wir jetzt hier alles? Wir gehen direkt rüber in den Shop. Gut, umsonst haben wir schon mal nichts. Dann haben wir einmal Anhänger-Lama. Ah, lohnt sich aber nicht wirklich. Außer man hat überhaupt keine Überlebenden, dann ja. Und dann normales Upgrade-Lama. Ja, lohnt sich auch nicht wirklich. So, im Shop hat sich nichts geändert, aber ich gehe natürlich trotzdem nochmal schnell durch für euch. So. 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 Dann gucken wir gerade mal noch, was wir gestern an Lamas rausgespielt haben. Da war schon mal nichts. Ach, die habe ich gestern Abend schon geöffnet. Aber ihr wisst ja, in den Schneelamas ist im Prinzip alles schon drin gewesen. Wenn man da ein bisschen aktiv spielt, sieht man ruckzuck, so viel ist nicht in den Lamas drin. So, das, ja, nehmen wir mal mit. Ah, die eine Katze rennt gerade hier rum. Ah, 50, ah, das ist gut. Noch ein Überlebender, das schmeckt. Weil, wenn wir kurz mal zu den Überlebenden rübergehen. Oh, wei. Was machen die denn? Eieiei. Also gewöhnt euch schon mal an leichte Katzengeräusche in Zukunft. Hier, ihr seht ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr seltene wieder reinbekommen. Aber ist natürlich immer noch, da fehlen noch so viele.
Aber ich denke mal, dass die meisten werden noch verstehen, dass das ein bisschen länger dauert. Aber ich kaufe mir halt auch nicht die Anhängerlama, wo zwischendurch mal ein seltener drin ist, sondern guck halt jetzt wirklich bei Missionen. Warte, wir können ja mal gerade reingehen, weil da habe ich nämlich auch nicht drauf geachtet, ob es auch Überlebende als Belohnung kriegt. Weil ich habe mir gestern, wie gesagt, zwei seltene schon geholt. Aber ich glaube, heute ist nichts drin. Da nicht, da nicht. Ah, sieht nicht so gut aus. Ich weiß, ihr seid eh noch nicht so weit, aber immer wieder sind auch hier Überlebende drin. Und da man ja erst die Sets zusammenbekommen muss, sollte man sich da schon mal umgucken, ob da noch die passenden Überlebenden dabei sind. Ja, das hier gibt es einen Verteidiger. Oha. Da zum Beispiel, da würde ich jetzt einen Anführer bekommen für die Überlebenden. Werde ich natürlich heute im Laufe des Tages dann machen, wenn ich wieder nach Hause komme. Wenn ich reinkäme, sehe ich gerade, wer macht denn hier Blödsinn? Die nächste Katze wieder. Eieiei. Aber ihr seht schon, sowas kommt halt öfters mit den Anführern oder Überlebende. Aber genug jetzt mit dem Shop und hast nicht gesehen. Sonst habe ich nämlich hier gleich ein 50-Minuten-Video. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.